So, der zweite Teil ist fertig und jetzt stelle ich ihn online. Ja, Mensch, ich wollte gerade einen Schluck nehmen. Und jetzt geht's weiter in unserer Talkrunde. Genau. Moin Moin und herzlich willkommen erstmal ja, auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Heute ist ja das Thema, wir verkaufen unser Haus. Weil wir, wie wir schon in unserem ersten Teil gesagt haben, in ein neues Leben gehen wollen. Genau. Und was wir da alles beachten mussten und was wir da alles gemacht haben, das erzählen wir euch jetzt. Ja, genau. Und eins noch, für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben, ich verlinke euch das da oben, dann könnt ihr euch das da nochmal kurz angucken, wieso, weshalb, warum. Aber jetzt geht's los. Also bei uns stand jetzt letztendlich die Frage, wir wollen das Haus verkaufen, aber was machen wir danach? Genau, bauen wir neu, kaufen wir ein kleineres Haus, ziehen wir in ein Mobilheim, Teenie-Haus. Tiny-Haus. Oder so. Das stand alles zur Diskussion. Ja. Und wir sind dann also auch viel rumgereist. Und haben uns das eine oder auch andere auch angeguckt, wie zum Beispiel Mobilheime, weil es gibt ja herrliche Mobilheime, also vom Aufbau her, vom Schnitt auch, her. Und winterfeste, es musste winterfest sein, das war ja die Bedingung. Richtig, richtig. Es musste also schon was Stabiles sein. Und wie gesagt, wir haben uns da eine ganze Menge angeschaut und haben auch eine tolle, tolle Sachen gesehen. Also man hatte da auch selbst noch Variationsmöglichkeiten und, und. Und wir sind letztendlich dann bei Bekannten gelandet, die wir also auch über unsere Wohnmobilreisen kennengelernt haben. Und die hatten ein Holzhaus. Genau. Und da hat mein lieber Mann sich direkt drin verliebt. Ja, also da habe ich gesagt, also das ist es, das wäre es doch. Das wäre also wirklich, das wäre der Sechser im Lotto, wenn wir sowas machen könnten und sowas bauen können. Also war für uns die Entscheidung gefallen. Vorrangig natürlich das Holzhaus. Im Hinterkopf hatten wir aber auch noch das Mobilheim, ja, weil wir natürlich nicht wussten, wo geht's hin? Mhm. Wo geht die Reise hin? Wir sind also dann rumgefahren im norddeutschen Raum, haben uns also diverse Plätze angeguckt. Man hat natürlich viele Möglichkeiten, Mobilheime aufzubauen. Aber für uns war wichtig, zum Beispiel der erste Wohnsitz. Genau, wir wollten da ja letztendlich fest wohnen. Mhm. Wir wollen das als Anlaufstelle haben. Und da hat sich dann schon die Spreu vom Weizen getrennt. Denn nicht überall hat man die Möglichkeit, den ersten Wohnsitz zu haben. Genau, für uns war es ganz wichtig, einen ersten Wohnsitz zu haben. Wir wollen ja auch reisen mit dem Wohnmobil. Und wenn man mal krank ist oder man muss zum Arzt oder man hat irgendwelche Sachen zu erledigen, dass man einen Anlaufpunkt hat, so, hier können wir dann bleiben. Ne? Wir wollten also nicht durchgängig im Wohnmobil sein, so wie der ein oder andere Wohnmobilist das macht, sondern wir wollten tatsächlich eine feste Unterkunft haben. Richtig. Ja, dann ging die Suche los. Wir haben also viele, viele, viele Plätze uns angeguckt im norddeutschen Raum. Das war auch ein Kriterium. Wir wollten im norddeutschen Raum bleiben. Ja, genau. Das war wichtig für uns. Wir wollten eigentlich so ein bisschen heimatverbunden bleiben. Mhm. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir also tatsächlich für unser Traumhaus, für unser Holzhaus, einen Platz gefunden haben in Niedersachsen. Und den haben wir uns angeschaut. Da sind wir also, Geli hat ihn gefunden im Internet und wir sind da also ruckzuck Termin gemacht, sind da auch hingefahren und kamen dann hier entsprechend dorthin und haben uns das angeschaut. Da ging es noch um eine Neuplanung. Das war also ein neues Wohngebiet, das da entstehen sollte. Und wir haben zugeschlagen. Richtig. Wir haben uns also das Grundstück dann gepachtet. Wir haben die Verträge alle soweit fertig gemacht. Und sind dann nach Hause und ja, am selben Abend haben wir uns dann auch rangesetzt und haben gedacht, naja, wie soll das denn aussehen? Das Haus, es darf ja insgesamt nur 40 Quadratmeter unten, 40 wir durften, Quadratmeter wir durften, oben. Wir dürfen also nur 40 Quadratmeter auf zwei Tagen. Genau. Ja, und wie soll das Ganze aussehen? Von einem großen Einfamilienhaus jetzt in so ein Haus zu ziehen, bedeutet natürlich auch reduzieren.
um ein Vielfaches. Und da meine Geli ja eine Bauzeichnerin ist, hat sie natürlich nichts anderes zu tun gehabt, als sofort ihren PC anzuschmeißen und entsprechend so ein kleines Häuschen mal natürlich zu skizzieren. Okay, das dann auch in den Fingern, da ich ja nun mal gerne zeichne. Wie könnte es aussehen von der Praktikabilität her? Genau. Sag ich mal. Es soll ja auch praktikabel sein für uns beide. Und es soll vor allem, woran wir auch denken mussten, altersgerecht sein. Ja, genau. Also wir haben unser Haus grob skizziert. Wir haben es dann relativ schnell für uns auf Papier gehabt. Und wir wussten, was wir wollten. Und dann war es so. Das Haus soll verkauft werden. Genau. Wir haben unseren Platz, wir haben unser neues Häuschen. Und wir fingen dann an, darüber nachzudenken, nicht nachzudenken, sondern umzusetzen, das Haus zu verkaufen. Und das haben wir dann tatsächlich auch erstmal in Eigenregie versucht. Ja, versucht war das richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich es nicht mehr machen. Wir haben also unsere Erfahrung dort gesammelt. Du meinst jetzt in Eigenregie? In Eigenregie zu verkaufen, ja. Genau, richtig. Denn an was man da wirklich achten sollte und achten muss, das hatten wir vorher alles gar nicht so auf dem Schirm. Und es entstand tatsächlich ein wilder Hausbesichtigungstourismus. Ja, und nach Möglichkeit am Samstag oder Sonntagnachmittag zur Kaffeezeit. Also wir haben einige Dinge nicht beachtet. Wir hatten auch das Gefühl, dass einige gar nicht das Interesse am Haus hatten, sondern eigentlich nur, gucken wir uns mal das Haus an, wie die anderen leben. Genau. Na? Und das war natürlich dann auf Dauer. Die Telefone standen nicht still, die Leute standen halbwegs Schlange vorm Haus. Und wir haben gesagt, nee, Leute, das geht nicht, das haut nicht hin, funktioniert überhaupt nicht. Wir müssen da irgendwas machen. Und wir haben tatsächlich Fehler gemacht, weil wir hätten darauf achten sollen, besteht überhaupt direktes Interesse an dem Haus? Sind die Voraussetzungen zum Kauf dieses Hauses erfüllt? Richtig. Hat man sich überhaupt in der Beschreibung des Hauses, in der Anzeige darüber informiert, passt das Haus zu mir? Teilweise habe ich ja gedacht, die haben das gar nicht gelesen, was wir da reingesetzt haben. Richtig. Die Fragen waren ja dann, ne? Ja, das war also teilweise hanebüchend. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, einen Makler zu nehmen. Genau. Weil es war nervig. Es war absolut nervig. Es war, das Telefon stand nicht still, die Termine wurden gemacht und so weiter. Und also um Gottes Willen, ich nochmal alleine, no. Nein. Wobei eingeschränkt ich sagen muss, mit dem Wissen von heute, würde man sich natürlich ganz anders dann damit auseinandersetzen. Vielleicht, ne? Denke ich mal. Genau. Käffchen soll ja nicht kalt werden, ne? Also, der Verkauf mit dem Makler war wesentlich entspannter für uns. Wir mussten uns um nichts mehr kümmern. Der Makler kam ins Haus, hat uns das entsprechend unterbreitet, wie das Ganze vonstatten geht und hat natürlich auch diese ganzen Punkte noch wesentlich intensiver und feinfühliger berücksichtigt, was den Hausverkauf betrifft. Und schon hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Wir waren total entspannt. Weil wir brauchten auch nicht mit den Leuten rumgehen. Nein, die Führung erfolgte dann komplett mit dem Makler. Makler gemacht, ne? Sollten Fachfragen gewesen sein oder man wollte was Spezielles wissen zu dem Haus, dann wäre ich immer noch gerne dazugegangen. Aber ansonsten hat das eigentlich alles der Makler gemacht. Und das war natürlich hervorragend für uns. Ja, es hat super geklappt. Ne? Ja. Ja, und was während der Zeit, wo der Makler jetzt damit beschäftigt war, unser Haus zu verkaufen, haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht, welche Sachen behalten wir, welche kommen weg. Ja, das war ganz kurios, denn wenn man tatsächlich mal überall hinter die Türchen guckt, die da irgendwo was verbergen, dann stellt man sich die Frage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wohin damit? Und wir konnten uns natürlich auch nicht auf Schlag entscheiden, ne? Dass wir jetzt gesagt haben, ja, das nehmen wir mit, das muss weg. Nee, wir hatten da also auch schon ein paar Zweifel. Also hat Geli dann den Vorschlag gemacht. Wir machen 3 Häufchen. Genau. Ein Häufchen, das behalten wir. Das zweite Häufchen eventuell. Und das dritte Häufchen kann weg. Genau. Dann war die Entscheidung nicht ganz so schwer. Weil es gab doch einige Sachen. Gut, das war ja der zweite Haufen. Ja, genau. Das war der. Ach, wissen wir noch nicht. Genau. So sind wir dann also auch entsprechend angefangen und haben unser Haus von oben nach unten komplett entrümpelt. Die Sachen, die wir behalten wollten, in Kartons gepackt. Richtig, so. Aber das nächste, was natürlich anstand, ja. Was machen wir, wenn wir jetzt ruckzuck unser Haus verkauft kriegen, unser neues Häuschen aber noch nicht gebaut ist, mit unseren Sachen? Ja,
das war ein Problem, haben wir gesagt. Da haben wir uns dann beide auch wieder angeguckt und haben nachgedacht. Natürlich das Internet bedient und gefragt, gibt es irgendwo Möglichkeiten, Sachen einzulagern. Und das muss natürlich dann auch passieren in der Nähe des neuen Wohnortes, ja, um entsprechend kurze Wege zu haben. Wir haben dann Glück gehabt. Wir haben also in der Nähe von unserem neuen Wohnort Lagerkapazitäten gefunden. Wir haben Kontakt aufgenommen, sehr freundlich, ganz toll, hilfsbereit. Wir sind dann tatsächlich auch einen Tag hingefahren. Mhm. Haben unseren Vertrag gemacht mit ihm und hatten dann unseren Lagerraum. Den hatten wir also schon mal sicher, ja, für den Fall, dass das Ganze ruckzuck geht. Denn es kann ja passieren, dass da einer kommt und sagt, ich will in 3 Monaten in mein Haus, ich kaufe das jetzt, ja, und dann steht man da. So, das haben wir gehabt und wir fingen dann an zu entrümpeln und auch den Umzug zu planen. Wir haben erst nachgedacht und sagen, gut, okay, wir nehmen jetzt mal ein Umzugsunternehmen. Gilly hat danach geforscht und so weiter, hat Angebote, ja, eingeholt und so weiter. Aber da haben wir dann schnell festgestellt, kriegen wir das doch alleine hin? Ja. Versuchen wir mal. Das haben wir auch gemacht. Wir sind dann tatsächlich beigegangen, anhand von Bemessungsgrundlagen für Kartonbestellung und so weiter und so fort. Wir haben dann unsere Umzugskartons im Internet bestellt. Mhm. Und zwar, ja, genau. Also wir konnten auch keine mieten, weil wenn wir jetzt sagen, wir lagern das ein und die Kartons sind dann, ich sag mal, ein Jahr in der Lagerhalle, wie soll das funktionieren? Also haben wir gesagt, wir kaufen uns die Kartons, genau, dann sind wir da frei von und wir können sie hinterher, wenn wir sie nicht mehr brauchen, günstig wieder abgeben. Ja, oder wie auch immer. Ja, so, genau. Was willst du damit? Ja. Geht schon wieder los. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns dann die Umzugskartons bestellt, da für uns ja von vornherein klar war, wir werden unsere Möbel nicht mitnehmen können. Denn aufgrund der Skizze, die Geli ja gemacht hat, haben wir ganz schnell gemerkt, also die Kapazitäten, die wir vorher haben und auch die Möbel, die wir vorher haben, werden in das neue Haus nicht passen. Richtig. So. Das war eigentlich mit jedem Möbelstück, das wir da hatten, ne? Richtig. Es hat ja in das große Haus reingepasst, aber in, ich sag mal, in 40 Quadratmetern, da passt das nicht so rein, ne? Genau. Also haben wir gesagt, die Möbel werden wir dann veräußern, anbieten zum Verkauf. Ja, auch da haben wir dann natürlich auch unsere Erfahrungen. Über das Internet wo man das abgeben kann, soziales Kaufhaus. Genau, wir haben ja erstmal über das Internet versucht. Ja. Leider haben wir da auch die Erfahrung gemacht, wir haben sie sogar teilweise zu verschenken angeboten. Teilweise haben wir da wirklich die Erfahrung gemacht, ja, bauen Sie mal ab, bringen Sie mal vorbei. Ja, schön. Da war ich doch schon sehr, sehr enttäuscht drüber. Weil wenn ich sowas anbiete, wäre ich zumindest der Meinung, und ich bin so gestrickt, dass ich dann sage, Mensch, toll, ich kriege das umsonst, ich fahre da hin, ich baue mir das ab. A, weiß ich, wie ich es nachher wieder aufbauen muss. Und B, habe ich es umsonst. Richtig. Die Erfahrung haben wir nicht überall gemacht, sodass wir also dann gesagt haben, dann so nicht. Dann machen wir soziales Kaufhaus. Ja. Da haben wir dann die Chance, die holen das ab. Und das Schöne dabei ist, andere können damit entsprechend noch was anfangen und können das weiter benutzen. Mhm. Wir brauchen es also nicht alles auf den Müll schmeißen. Wäre ja auch Blödsinn. Ja. So haben wir es dann auch gemacht. Und das hat eigentlich auch gut geklappt. Ja, das war, ne, super. Ne? Also wirklich angerufen, die kurz beschrieben, um was es geht. Dann kamen die vorbei, haben sich das angeguckt, haben das eingeladen und waren wieder weg. Also unsere Möbel haben wir dann so peu à peu, immer so nach dem Motto, was brauchen wir noch? Haben wir dann entsprechend abgegeben. Also es war schon... Wir haben uns da auch einmal etwas verplant. Wo denn? Bei dem Spiegel im Bad. Ja gut, das kommt ja nachher noch. Und wir fingen dann also an, wirklich das, was weg konnte zuerst und so weiter. Und was braucht man noch? Also ich sag mal so, das Bett, das behält man natürlich nach Möglichkeit bis zum Schluss. Obwohl, die Alternative ist ja unser Eddie, der stand zu Hause. Den hätten wir dann also auch nutzen können, was wir ja dann nachher auch gemacht haben. Aber das sieht man später noch. Und ja, so sind dann unsere Möbel peu à peu aus dem Haus raus in die entsprechenden Sozialhäuser. Sicherlich auch der ein oder andere hat es kostenlos abgeholt. Ja, da will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber man hat eben auch die negative Erfahrung gemacht. Überall schwarze Schafe. Richtig. Ne? Ja. Und dann ging es also daran, unser Umzugsgut entsprechend einzupacken. Ja.
Das lief aber ganz gut. Also mit den Materialien, die wir da bekommen haben, war das alles hervorragend und es hat sich finanziell bzw. kostenmäßig auch noch in Grenzen gehalten. Also das war schon sehr gut. Aber ja, wir haben auch wir haben ja dann auch unsere Sachen so gepackt, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das wolltest du sagen, ne? Ja. Dass wir sie also im jeweiligen Zimmer gelassen haben. Mhm. Wir haben also Zimmer für Zimmer leer geräumt, Karton gepackt, Karton im Zimmer gelassen. Und so ist das dann Ganze vonstatten gegangen, sodass wir dann auch peu à peu, wie vorhin schon gesagt, die Möbel abgeben konnten. Mhm. Ja. Das lief eigentlich ganz gut. Ja. War schon komisch, weil das eine oder andere, weißt du, wo was ist? Ja, Karton sowieso, guck mal nach. Ach so, schon eingepackt. Also auch die Erfahrung macht man. Ja, und so wurde es dann immer kahler in unserem Häuschen. Und mittlerweile hatten wir auch schon die eine oder andere Besichtigung im Haus. Unentschlossene Käufer, die also noch nicht wussten, wie, wo, wann. Und eines guten Tages dann kam der... Da kam der Anruf. Käufer gefunden. Haus verkauft. Ja. Ja. Ja, es war im ersten Moment waren wir ein bisschen... Jetzt wird's ernst. Ja. Also die Packerei und so weiter, da ist man so voll drin, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber dann, jetzt ist unser Häuschen so gut wie weg. Ja, noch nicht offiziell, ist ja noch keine Übergabe erfolgt und der Vertrag noch nicht unterzeichnet. Aber doch, da war schon komisch, wenn man da so fast 25 Gefühl. Jahre drin gewohnt hat. War schon komisch, ja. Dann haben wir also mit dem Käufer die entsprechenden Modalitäten abgesprochen, wann die Übergabe erfolgen soll, wie viel Zeit wir noch brauchen, um den Rest zu erledigen. Mhm. Lief auch alles mit dem Makler zusammen. Auch das wiederum total problemlos. Wir haben auch ganz nette Käufer für unser Haus gefunden. Auch Leute, die eigentlich zu dem Haus passen. Es war uns eigentlich auch wichtig, dass das Haus in Hände kommt oder an Leute geht, sage ich mal. Das muss schon ein bisschen passen, ne? Ja, dass es passt. Und das hat super geklappt. Also wir wünschen euch nochmal, falls ihr das sehen solltet, viel alles Spaß Gute. Mit unserem Häuschen. Und für uns war es jetzt an die Zeit gekommen, dass wir dann die Übergabe planen. Und gleichzeitig aber auch unsere Umzugskartons. Wir mussten jetzt aber auch dann sehen, dass wir unseren Eddie entsprechend fit machen. Das auch noch. Unser Eddie musste ja zur Durchsicht, denn das wird ja demnächst unser Zuhause. Richtig. Und da muss alles funktionieren. Was und wie und warum sich das nachher alles so lange gezogen hat und warum wir dann noch so viele Probleme, naja, das seht ihr ja in den folgenden Teilen dann. Also da kommt noch einiges, wo vielleicht auch der ein oder andere schmunzelt und das entsprechend, mein entsprechend immer wieder, aber ja, man kommt da nicht weg. Ist halt so. Ist halt so, genau. Ja, unser Eddie war also wieder fit. Ja, und dann kam der Tag. An dem wir alle Sachen gepackt hatten. Alles. Wir haben unsere Möbel alle weg. Was für uns auch wichtig und was auch super geklappt hat, für die kleinen Dinge oder die Dinge, die wir also nicht mehr abgeben wollten, weil sie eben schon benutzt waren und so weiter, haben wir dann einen Sperrmüllabfuhrtermin machen können, weil das ist mal bei uns so geregelt, dass man zweimal im Jahr die Sperrmülltermin machen kann und dann wird also das Ganze kostenlos abgeholt. Hat auch hervorragend geklappt. Wir haben das alles zeit- und planmäßig damit reinbekommen. Die Leute haben den letzten Kram abgeholt. Dann war der Tag der Tage gekommen, wo wir also unseren Eddie packen mussten. Ja, nachdem wir dann Eddie alles rein... Und auch da ist es ja so, man fährt ja jetzt nicht irgendwo in Urlaub. Ja. Oder man sagt ja, ich komme ja in 3, 4, 5 Wochen oder einen Monat wieder. Sondern da ist es ja so, das ist das Zuhause. Also, denke dran, nimm die Papiere alle mit, die du brauchst. Nimm alle wichtigen Sachen mit, die du brauchst, damit du da rankommst. Gott sei Dank hatten wir ja, wie schon gesagt, einen Lagerraum in der Nähe, wo wir dann also gesagt haben, schwerpunktmäßig, ich kann ja den Karton mit Aktenordner mitnehmen hier drinne. Wo soll ich das lassen? Also wir haben dann tatsächlich dazwischen gelagert und wenn wir was holen mussten, sind wir halt dahin gefahren. So, unsere Sachen waren ja nun mittlerweile alle raus aus dem Häuschen. Das stimmt, ja. Eddie war beladen. Wir haben also auch unsere Nacht dann schon im Eddie verbracht, bei uns auf der Auffahrt am Haus, weil wir hatten ja unsere Betten, das war schon lange weg. Wir haben zwar noch auf Matratzen gelegen bis zum Schluss. Besetzt.
Ich möchte gerne ins Bett. Wirklich gut aus. Jetzt müssen die Leisten noch alle. Darf ich in mein Bett? Dann gehen wir da mit Acryl hinterher. Das ist prima. Belegt. Kann nicht wahr sein. Der ist schon aufgeräumt. Dein Kissen war nicht ordentlich genug. Aber die waren dann nachher auch weg und somit keine Schlafmöglichkeit mehr. Und am Morgen, bevor wir unser Umzugsgut dann verladen haben, da habe ich dann festgestellt im Bad, weil wir duschen konnten wir ja noch. Und dann kam die große Rasur und dann habe ich gesagt, oh Gott, kein Spiegel. Ja, schlecht, da ich mich nur nass rasiere, war es natürlich schlecht. Aber man weiß sich ja zu helfen und von daher, schaut selbst. Das war schon irre, ja. Auch das macht man alles mit. Wir haben dann noch einen kleinen Rundgang durch unser Häuschen gemacht und haben unser Umzugsgut dann verladen. Wir haben uns einen 7,5-Tonner mit Hebebühne gemietet. Auch das wieder relativ günstig. Das hat man dann also, wenn man sagt, ich will in 4 oder in 6 Wochen. Von da ist diese Terminplanung unwahrscheinlich wichtig gewesen. Ja, das stimmt, ne? In 6 Wochen möchte ich dieses Auto haben, weil ich dann meine Sachen wegbringen will. Dann spart man bis zu 50% an Kosten für das Fahrzeug. Und das hatten wir auch. Wir haben das Fahrzeug relativ günstig bekommen. Ja. Das Einzige, was natürlich dann zu Buche schlägt, sind Kilometer, aber die habe ich überall. Aber der Mietpreis als solches war 50% weniger als normal. Das ist richtig, ja. Und das spielte uns in die Karten. Wir haben uns das Teil geholt, auf die Auffahrt gestellt und dann ging die große Knüppelei mit dem Einladen des Umzugsguts los. Ich kann euch da mal was zeigen. Ein völlig kaputter Möbelspediteur auf dem Heimweg. Geli fährt hinter mir mit dem PKW, aber wir sind sowas von kaputt. Das war mal richtig eine ganz knallharte Nummer, was wir heute gemacht haben. Ja, ansonsten hat alles gut geklappt. Wir haben alles gut einlagern können, also wirklich bis auf den letzten Zentimeter. Und dann wollen wir mal sehen, wie es dann jetzt weitergeht. Seid gespannt. Ja, und dann Übergabe Haus, Kaufvertrag erledigt. Wir hatten unseren Eddie und der letzte Tag brach an und wir sind im Prinzip dann los. So, der letzte Karton, Gott sei Dank. Der geht jetzt noch im Polo. Und dann geht es auch schon bald los nachher auf unsere Tour in unser neues Leben. Ja, jetzt beginnt ja eigentlich unsere tatsächliche Reise in unser neues Leben. Und wo es hingeht, und wo wir gelandet sind und was wir dann alles gemacht haben und was alles passiert ist vor allen Dingen, das werden wir dann im nächsten Teil zeigen. Oder in den nächsten Teilen. Ja, in den nächsten Teilen. Seid einfach mal gespannt, wenn es dann bei uns wieder heißt. Wir wollen reisen. Tschüss, bis dann.